Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Just Cause 2. Ja, ihr habt nicht verpasst gerade. Die hat nur gesagt, dass er ziemlich dankbar ist. Tralala. Und ich habe uns mal ein Ziel markiert. Denn wir müssen zur nächsten Mission. Und ja, die tanzen ja schon fröhlich rum. Und da haben wir noch ein Rüstungsteil. Boah, das ist richtig geil hier, die Stimmung. Ne. Das seht ihr auch so, ne? Okay. Und ja. Dann gehen wir mal in den Heli rein. Lass dich von Bolus Antonis Schönheit nicht täuschen. Sie will eine Revolution, das schon. Aber sie würde nie ihren Wohlstand dafür opfern. Sie liebt nur das Geld und räumt jeden aus dem Weg, der ihr in die Quere kommt. Oh, was eine geldgeile Sau. Profildaten erhalten. Bolo Santossi, weiblich, 18. April 19. Ah, die sieht ja doll aus. 79. Das heißt, sie ist schon 30. Na denn, könnt ihr wieder auf Pause machen. Aber wir wollen jetzt los. Mulen Skeeter Eagle. Dann auf hier. Eieiei, ist das schön hier. Okay. Aber sonst alles klar bei euch. Schön. Dann wollen wir jetzt mal zum Ziel. Achso, den Schwarzmarkthändler, den sollten wir auch mal bald besuchen. Würde mich mal interessieren. Ah, jetzt kommen wieder die Panau News. Die haben mir gerade noch gefehlt hier. Wissenschaftler des Instituts für Vulkanologie erklären die Explosion im Gunung-Gila-Pankat-Gebirge als kleine Eruption eines bis dato unbekannten und vergleichsweise harmlosen Vulkans, der nun verschwunden ist. Genau. Natürlich. Alles wieder prima. Okay, das ist dann wohl da eine Straße. Ich glaube, den Heli, den brauchen wir noch. Den will ich jetzt nicht in den Sand setzen. Oder eher gesagt in den Schnee. Dann landen wir mal. Und perfekt gelandet. Okay, das ist unser Ziel. Das Spiel ist so ein bisschen wie GTA. Das erinnert mich so ein bisschen dran. Autos klauen und wegdüsen. Okay, gucken wir mal, was uns so erwartet hier. Scorpio, die große Revolution braucht einen Helden, der sich mit Waffen und Sprengstoff auskennt. Ich will die Regierung lehren, wie hart Liebe sein kann. Ich weiß, Sie kennen sich damit aus, Genosse. Mal sehen, was das so ist. Bin ich gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Motorrad. Aber ich glaube, wir nehmen den Heli. Okay, die... haben wir ja schon. Die kommt wie gerufen. Okay, Armeestützpunkt in 800 Metern erreicht. Ich weiß nicht. Sollen wir den Heli? Ich glaube, wir nehmen mal das Motorrad. Oh yeah. Geil. Wie eine Harley. Oh, scheiße. Hallihallo. Natürlich! Wie kann das denn passieren? Ah, jetzt reicht's hier. Jetzt nehme ich den hier. Hallo. Ich will da einsteigen. Eieiei. Man kann das nie friedlich klären hier. Oh, es wäre auch scheiße, wenn das nicht so wäre. Und tschüssi, mein Freund. Eieiei. Wir brauchen das Fahrzeug noch. Kaum hat die Mission angefangen, gibt es gleich schon eine Schlägerei. Okay, da sind wir auch schon in den Armeestützpunkt. Da ist sie. Wenn sie den Biodieselschacht benutzen, gibt es eine gewaltige Explosion. Lol, ich hoffe, das Ding kann schießen.
Ah, natürlich nicht. Aber wir können dann richtig hier Gravum machen. Das Ding hat eine gewaltige Panzerung. Ja, wenn es nicht auf der Seite liegt. Wir müssen jetzt aber leider weg. Und tschüssi. Hä? Ah, na ganz toll. Jetzt hängen wir hier in der Luft rum. Was haben die hier denn für Sachen? So, jetzt aber hier weg. Da, ein Waffenteil. Eieiei. Ich will doch hier verdammt nochmal hoch. Okay. Man muss hier mal genau hinschauen. Ich weiß immer noch nicht. Oh, jetzt nicht der schon wieder. Ich kann dir helfen, deine Waffen und Fahrzeuge aufzumotzen. Braucht man nicht. Konsole. Ah, da runter. Ich wollte eigentlich das da anzünden. Nein, aber wir wollen den immer noch nicht rufen. Nach der Mission vielleicht, aber nicht jetzt. Noch nicht mitten in der Mission. Dritter Rüstungsteil. Da ist die Treppe. Ich werde nicht unfreundlich sein, aber ich muss hier mal durch. Eieiei. Richtig spannend hier. Alter, wo geht's denn dann runter? Hä? Lol. Habt ihr das gesehen? Ich will nicht sterben. Eieiei. Da. Wenn ich da hinkomme, bin ich Overpro. Ah, Skiller. So, jetzt passt mal auf. Oh, Granate. Da wieder ein Waffenteil. Ah, da wollte ich nicht hin. Eieiei, da muss doch noch irgendjemand sein. Drei. Eieiei, gescheitert natürlich. Wo sind die denn alle, ey? Komm mal her, mein Freund. Oh, komm, ey, wie viele sind das noch? Alarmstufe 2, ich muss jetzt in die Konsole kommen. 3, 2, 1, 4. Da! Ah! Dann sollten wir uns mal beeilen. Eieiei. Ich bin gerade richtig unter Zeitdruck. Und was jetzt? Eieiei. Geil. Eieiei. Oh, Scorpio, mein Held. Das Volk von Panau wird Ihnen eine Statue errichten. Das freut mich. So, Gruppenmission abgeschlossen. Höhen und Tiefen. Gib Ruhe da oben. Du bist jetzt auch noch dran. Aber hallo. Alter Schwede, ey. Hallo, wie komme ich denn da hoch? Nicht schon wieder. Gut. Wenn du meinst. Eieiei, wo bin ich jetzt gelandet? Natürlich. Lol. Warte mal, geht das hier unten auch? Nein, natürlich nicht. Dürfen wir wieder nach oben gehen, ne? Natürlich. Egal, also holen wir uns jetzt mal die Sachen vom Schwarzmarkthändler. Wir haben ja Zeit. Und Geld haben wir jetzt auch gar nicht mal so wenig. Das war nicht so überragend viel, aber wir haben schon was.
Raus hier. Okay. Dann machen wir das mal ein bisschen abseits hier. Nicht direkt hier im Gebiet der Bösen. Oh nein. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt mal. Okay. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Ja. Am besten hier, erstmal Fahrzeuge. Was haben wir hier? Eisbrecher. Wir haben 93.000. Den Tuk-Tuk-Bum-Bum. Boah, was gibt's denn hier für geile Schlitten? Boah, den hätte ich gerne. Ist ja mal episch, was das hier gibt. Ein Haarwalk. Eieiei. An. Na, gibt's jetzt nicht so viel. Ich meine, da haben wir nicht viel. Na, was haben wir hier? Die. Okay. Dann holen wir uns wirklich mal ein Fahrzeug und nehmen das Motorrad. Ja, obwohl. Da können wir auch den holen. Ja. Gut, dann haben wir den Chevalier Eisbrecher. Pass auf! Das Zeug kommt jetzt runter! Will ich aber nicht im Weg stehen. Gut. Eieiei, schickes Teil hier. Oh. Heißes Ding. Aber erstmal. Oh, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich jetzt eine nächste oder eine neue Mission machen? Wenn das denn möglich ist. Nee, das ist dann wohl das Ende. Gut. Ich glaube, dann können wir mal zu den Ula Boys fahren. Ah, das will ich doch gar nicht hier. Zu den Öko-Freaks. Denn die anderen sind immer noch ein bisschen weit weg. Eieiei, ist die Karre krass. Und ja. Bei den Reapers gibt es jetzt wirklich nichts weiter zu tun. Zack, tot. Oh, oh, oh. Mal sehen, was der so alles brechen kann, der Eisbrecher. Oh, anscheinend ziemlich viel. So, da geht's jetzt nicht lang. Eieiei, aber noch 7 Kilometer. Unglaublich. Und ich will jetzt ja auch nicht hier das ganze Let's Play nur fahren. Deswegen. Ah! Oh, mein Wagen. Was ist denn das? Was ist denn jetzt los? Ja, natürlich. Ja, wir können mal das Spiel speichern. Auch mal gespeichert. Ah ja, ja, jetzt am Ende wird es doch ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, okay. Ich glaube, das ist so das Ende. Was ist denn das hier? Naja, okay, ich denke, das war's dann mit der dritten Folge von Just Cause 2. Sorry, wenn das Ende jetzt ein bisschen kacke ist und das wieder nur eine Mission war. Also die Folgen sind nicht Gott lang. Aber so ist es nun mal. Und dafür gibt es dann auch wieder pünktlich den vierten Part später wieder. Ich werde jetzt noch gucken, dass ich das Problem jetzt mal löse. Wir klemmen anscheinend unterm Wagen fest. Und ja. Dann war's das und bis zum nächsten Mal.